Sven war richtig böse, also das war krass. Nein, ich war netter. Also 15, 16, ich sag's dir, das war so die Peakzeit von. Da war Sven so ein. Ja, ich darf das Wort nicht sagen, weil wir familienfreundlich streamen, aber das war schon eine fiese Map. Ich war immer netter. Ja. Hab meinen 12-Jährigen in den Schlamm geschubst, das war krass. Jetzt lass das erzählst du. Look at my life. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Sven ist ein großer Fan vom Schattenreich. Das wild. Gar nicht wahr. Er wollte auch immer zum Sensenmann hin, der ihn dann abholt. Das ist solche Laberköpfe, ne? Aber Schattenreich wäre eigentlich schon geil. Duell der Weißt du, Stadt, immer ich so. werde dich so fertig machen. Immer so gegen Leute spielen, die man nicht mag und dann gewinnen und dann easy peasy. Was siehst du? So langsam kriegst du, wenn so, weißt du, Sven war mal netter. Also zuerst war Sven mein richtiges Arschloch, so ganz am Anfang. Dann habe ich ihn dahin gebogen, dass er jetzt netter ist. Jetzt bin ich ihm wieder zurück, so ein bisschen so ein Mischmasch. Weil jetzt ist er wieder zu nett. Da, als ich ihn am Anfang kennengelernt habe, da war so ein richtiger aggressiver Raufbold, war Sven damals. Laberst. Ne? Also einmal im Park, ne? Da kannte ich ihn, glaube ich, so einen Monat oder so. Hat einfach so ein Bei Kind dem ein den Lolli. Park. Hat dann ein Kind einfach so einen Lolli aus der Hand gehauen. Hat gesagt, wenn ich keinen Lolli haben kann, kannst du auch keinen haben. Ne? Kind von der Schaukel getreten, das ist jetzt meine. Das war Sven damals. Das war so die Anfangszeit. Der 15er Svenny, das war wild. Alter. Du bist der größte Lügenbaron in U-West. Das war so, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Das hat Albträume verursacht. Das war so Ah krass. ja. Habe ich nicht mit gerechnet. Was hast Das du kennt man ja, eigentlich wenn noch? so bei den Strebern und dann die Raufbolde, so aus den 0er15 Serien oder so. Ja. Weißt du, da müssen die dann halt immer müssen die immer die Hausaufgaben für die Raufbolde machen. Das war die Streber waren bei Sven halt die Lehrer. Die hat er dann benutzt. Weißt du, die haben dann für seine Abschlussarbeit geschrieben. Sven hat nur Einsen da gehabt. Ja, und ohne selber zu schreiben, der war nicht mal da. Wurde einfach so eine Eins eingetragen, einfach zwischendurch sogar. Alles klar. Ne? Ne, so ein Ja. Entschuldigung. Zwischendurch hat Sven einfach so einen Entschuldigungsbrief vorgelegt und da stand einfach drauf, hier, weißt du, so, ne, ich. Oh ne, ist die Nurse. Oh nein. Gar kein Bock. Gar keinen Bock mehr. Oh, die ist unten. Ja, du, gleich ist sie wieder oben. Und dann ist sie wieder unten. Sie ist Ne? oben. Aber ich bin Was, wenn so unten. Entschuldigungszettel waren dann immer einfach so, weißt du, bin ich unentschuldigt, bist du auch demnächst unentschuldigt, weißt du? Also richtig so bedrohen. Also Sven hat noch nie eine Entschuldigungszettel dabei gehabt, aber einfach so wegen dem Drohen, weißt du so. Ne? Mama! Einer der Lehrer hatte mal so einen schicken BMW, weißt du? Einen Tag später hat er nur noch einen Mini gehabt, was beim Baseballschläger dann gegangen ist. Das war richtig krass. Alter, der Typ Nacht, blockiert sich Nacht den auf jeden Fall an Weg. jeden schlafenden Shining. Rest natürlich auch, Sven spielt wieder. Wünsche euch eine schöne Nacht. Morgen spielen wir wieder DBD. Vielleicht sogar dann mit Dry Man. Das habe ich auch schon Angst, was Sven in der Nähe ist. Aber wie die Lehre damals, Mann. Ja. Mal gucken, was morgen vorgezogen wird. Das Bier oder die Best Boys? Sven war richtig böse, also das war krass. Nein, ich war netter. Also 15, 16, ich sag's dir, das war so die Peakzeit von. Da war Sven so ein. Ja, ich darf das Wort nicht sagen, weil wir familienfreundlich streamen, aber das war schon eine fiese Map. Ich war immer netter. Ja. Hab meinen 12-Jährigen in den Schlamm geschubst, das war krass. Was erzählst du? Am Ende kommen die Leute Fängt, mit. weißt du, Schlamm voll, so Gesicht voll im Schlamm und er und fängt dann zu weinen und Sven so, jetzt leckt die Tränen auf. Und ich mach die richtig fertig. Das war krass. Also so war Sven halt damals, ne? Also er war nicht so, also er war nicht so wie jetzt zum Beispiel. Das musste ich alles hinbiegen. Als ob. Das war krass. Am Ende glauben die Leute das wirklich noch. Kann jeder ruhig erfahren, was du mal für einer warst. Weißt du, morgen kriegst du die Polizei bei mir.
Ja, da Sachen wird sie gehört. Ja. Was sieht man das damals mit Philipp? Da ist die ganze Familie wieder aufgewickelt. Ja. Nein, da gab es wieder das hin. Toll. Aber so, das soll ja den Menschen auch wieder Hoffnung geben, weißt du? Jeder kann sich ändern, so. Quasi. Okay, die campt anscheinend noch ein bisschen, so ein bisschen. Also, ist ziemlich in der Nähe. Mhm. Ist hier noch irgendwie kennt? Ja. Ah, die campt ist schon wieder kacke. Aber wenn du abhängen kannst, wäre cool. Hm. Ja, aber so war das Shining. So war Sven halt damals. Also so, ich glaube so ab 18 ungefähr wird's besser. Also so, so 14, 15 war halt so richtig, weißt du, war halt Dauer-Aggro. Dann kam er 2 Jahre in den Jugendknast. Ne? Und dann so 18 war ich quasi die Vertrauensperson dann und dann ging es wieder bergauf. Nein, ich hab nie gesessen. Ne, und jetzt, weißt du, und jetzt? Ne? Sie haben mich nie bekommen, ich hab nie gesessen. Jetzt trägt er Pokémon-Mützen. Wer soll einer? Siehst du? Ne? Auf mich war Verlass immer. Also ich hab den Jungen wieder auf die richtige Bahn geschoben. Holst du den random? Ja, ich geh ihm. Ich schlag einen Tank. Ich schlag einen Tank. Ich tank einen Schlag. Ich schlag einen Tank. Ne, mittlerweile ist die Seite ja auch weg. Na, also wie gesagt, das war ja 15, 16. Ja, 15, 16 war das. Also war halt echt krass. Also 14, war es halt auch so, aber da kannte ich ihn ja noch nicht. Na, aber 15, das war ein krasses Jahr. Shining, glaub das nicht. Erzählen wir Sachen, die gar nicht stimmen. Das stimmt wohl. Nein. Natürlich stimmt das. Nein, ich habe auch noch nie gesessen. Also du kannst jetzt nicht alles hier so tun, als wäre es hier passiert. Also ich bin noch nie im Knast eingesessen, also sagen wir es mal so. Ja, im Jugendknast würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Knast nennen. Das haben wir noch mal ein bisschen was anderes. Das nicht. Ja doch. Den habe ich nie bekommen, nein. Natürlich. Stopp, der ja wie, was ist denn das für eine Alte? Ich habe mein Gen verloren. Bist du an der Füße-Map? Ich weiß nicht, wo der ist. Ist immer noch oben. Ich halte dich jetzt gerade wieder hin. Hä, wo ist mein Gen denn für? Hä? Ich halte immer noch hin. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ach doch. Der Killer ist jetzt in der Ecke. Beim einen der Ausgänge. Okay. Ich mache eben mein Gen fertig. Wer ist der Killer von uns beiden, ne? Lock sie nach unten. Genau, das ist jetzt lange. Ich lock sie nach unten. Nein, nicht nach unten. Nein. Doch. Ich bin doch unten. Ja, aber auf der ganz anderen Seite der Maps, Mensch, bitte. Glaube ich nicht. Er muss auch haben, Shining. Also mittlerweile brauchst du nicht mehr, weil jetzt ist er ein zahmes Kätzchen. Aber vorher war ein Löwe. Ne? Also, Sven hat wirklich mal jemanden gebissen. Hm? Ja, weißt du, als du noch so am Anfang hast, wenigstens noch so einen Test mitgemacht, so ein Diktat. So dieses Englisch-Diktat. Wo der Englische ja den wegnehmen und du beißt dir einfach so in die Hand. Das waren die alten Zeiten. Campt übrigens gerade nicht. Okay, jetzt wieder schon. Also ihr seid alle drei auf der ganz anderen Seite. Ist noch komplett bei mir. Also easy. Also unten war sie gerade noch, aber muss ja nichts heißen. Also wie gesagt, mittlerweile ist Sven, geht vollkommen klar, einer der liebsten Leute, die ich kenne, aber vorher. Dritte der Nuss war schon mal drin bei dem Jungen. Ne? Und jede zweite Schulpause, da gab's das mal mit dem Jungen. Also der hat sich so oft geprügelt. Jawohl! Ich hab Adrenalin! Nein, der. Ich hab extra stark getankt! Svenny! Egal, hau ab! Svenny, na! Campt die? Hauptsache du kommst. Ja, die holt mich jetzt. Svenina! Ich wusste nicht, dass sie nötig hat. Ich hab's gewusst, dann
Dann wäre es ganz anders ausgegangen, aber egal. Vielleicht finde ich ja Perk. Weißt du was? Ich probiere meine 3%. Ich habe Nerd gefunden. Was ist das? 3% sind es nicht. Alles gut, Sven. Ich hol dich gleich. Ich mach Nerd gerade weg. Dann kann ich nicht mal one-handen, die kleine Nudel. Hol ich mal Ruin weg, dann wäre doof. Okay. Nein, ich mach einfach alles weg, wer ich bin. Kann das dasselbe sein? Wir finden's raus. Janik? Sven? Shining hat mir gerade geschrieben. Ja? Und das wird gestimmt. Natürlich. Nein. Natürlich. Muss auch treffen, Kleines. Nee, na jo. Ah! Die hat Akro auf uns. Svenny, lauf! Mehr kann ich auch nicht mehr tun. Ah! Die verfehlt! Mama! Ja, der eine Depp hier steht nur dumm rum. Du kriegst keine Heilungspunkte, kannst vergessen. Oh. Ja, wir haben es geschafft. Also, na, das scheint wie gesagt mittlerweile alles okay, aber vorher? Aber ist ja auch schon 5 Jahre her, ne? Janik, jetzt laber keinen. Was denn? Das kann man doch erzählen, das ist 5 Jahre her, ich bitte dich. Nein, das stimmt alles gar nicht. Wir sind immer noch peinlich, weißt du? Ist ja okay, ein bisschen Reue zu zeigen, aber na, man muss immer dazu stehen, muss ich einfach mal sagen, ne? Und ein bisschen Balls hier. Aha. Aber schlechte Gewinner gibt's halt auch. Fand ich nice. Ja, Svenny, hast du ein Pet bekommen? Ich bin gerade ein bisschen irritiert vom Chat, aber. Ah, was hat der Kerl? Keine Ahnung. Ich hab ein Pet bekommen und alles auf Gold. Nice. Sven, apropos Therapie, wann machen wir eigentlich die nächste Therapiesitzung? Gute Frage, wann kannst du denn? Weiß ich nicht. Muss ich jetzt Wochenende arbeiten? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Ich hab grad gar keine Ahnung, ob ich Samstag arbeiten muss oder nicht. Jo, kann man da ja mal gucken. Ich hab mich auf jeden Fall schon gesehen. Hab mich auch kurz vor dem Mate hier erschrocken, weil er eine krasse Mütze auf hatte. Ich dachte, das wäre eine Maske. Sind doch nur so ein weißes Viech auf mir vorbeilaufen. Oh, du bist wirklich ein weißes Viech. Geh weg. Ja, geh ah! weg. Das jetzt. Gesundheit. Ah! Ja, ich hab genießen, ja, aber wir kommen die Jägerin an. Ich finde auch immer schön, wie du das Mikro genießt. Jägerin. Ja, nice, die kann man ja easy dodgen. Jägerin macht Spaß. Svenny! Dodgen! Ich konnte nicht dodgen, weil da waren zu viele Leute in der Nähe. Dodge, also, du musst sie dodgen, wie die Ehemänner damals von den Milfs und denen du ran wolltest. Lol, ich wurde gerettet. Taschenlampe-Meter. Ja, oh la, hat mal geklappt. Ja, nice. Ja. Boah, da flogen die Äxte. Weißt du dich gerade selber? Nee, ich bin bei dir. Achso, lol. Haben nicht viel Zeit. Mehr. Nee. Aber da hat sich jemand für dich geopfert. Hm? Also den muss ich auf jeden Fall runterholen vom Haken. Hm. Weil sonst bin ich kein Ehrenmann. Hm. Das E für Sven steht Ehrenmann. Mittlerweile, ja. Mittlerweile wohl. Früher stand das E für Erektion. Punkte, Heilungspunkte, ich will auch. Wie? Gehen wir 2? Ja, hinter dir, Sven. Oh. Kannst du Jagdpunkte holen? Hat eine weitere Terror-Radios anscheinend. Zumindest so vom Feeling. Ich weiß, familienfreundlich kam, war es heute ja nicht, weil so die krassen Geschichten von Sven damals so. Aber trotzdem spaßiger Stream so. Kooperation. Der Geist, der Jäger greift sich auch richtig. Also der Jäger hat auch gerade eine Erektion. Ich hab mal einen runtergehauen, ey, geil. Oh. Ich hab gleich mal hier Sean Connery angerufen. Geil.
was gesehen? Schade, ich dachte, ich sehe einfach mal durch. Svenny hat abgefarmt! Ich hab getankt! Svenny hat abgefarmt! Ich hab eine Axt getankt. Axt getankt? Ich musste den einmal vom Haken holen. Das war's mir wert. War's ein Fehler? Ich hoffe schon. Komm zu dir? Ja. Burn down! Scheiße! So greedy! Links, rechts, rein, auf Janik los! Scheiße! Nein. Direkt am nächsten Hang! GG! Janik war zu greedy. Kacke! War ich zu viel? Du, links, rechts, Dreier lauf! Ja, ich bin durch. Ne, durchs Fenster gesprungen. Ja, das darf man nicht machen, das dauert noch so lange. Das geht nicht schnell, das dauert einfach. Ah, Mann, das wäre jetzt scheiße. Schlechtes Aktion heute. Auf jeden Fall, die Story ist gut. Da freue ich mich schon auf den Baum, wenn Holger dann miterziehen kann. Falls er Lust hat, der Junge. Wer jetzt die Angst hat. Ein anderer wird gejagt, man kann mich holen. Okay, macht der Random schon. Random holt ich, genau. Was, benutzt du gerade Selbstversorgung? Medizinkasten. Glück gehabt. Glück gehabt. Nicht Vitafix. Das ist der Bruder von Idefix. Die zwei, wie viele Punkte gab es? Zwei? Drei. Oh. Das wird auf jeden Fall keine gute Runde. Nee. Ich habe irgendwie das Gefühl, je später das wird, desto schlechter werden die Runden. Konzentration lässt das nach. Und die Killer nehmen irgendwie Sachen mit, die weniger Spaß machen. Von rechts? Ja. Ich lenke ab. Mach weiter. Ich zieh durch. Nee, die kommt. Ich zieh doch nicht durch. War fast fertig. In 99 ja, war da. Ja, noch gegen den Gen getreten. Schön. Jag mich. Ja. Das war's. Ah, scheiße. Die ist nicht kacke, auf jeden Fall. Na gut, ein Deep Pit muss ja heute auch mal sein. Kommt auf jeden Fall, Sven. Wenn ihn nein. Leute, jetzt lässt mich liegen. Ist klar. Oh oh. Nee, sammel mich doch nicht auf. Nee. Wieso nicht? Oh, das ist Luck. Was erzählst du für Storys? Ja, der wollte mich gerade aufheben, aber kann die Jägerin an. Willst du erst Heilungspunkte? Kann das besser. Kann ich mich wohl sehen? Bestimmt, Sven. Bestimmt. Dann hängt jeder schon zweimal. Also, nach zwei gehen Sky. Jäger, der macht gar keinen Spaß heute. Nee, die ist auch nicht so schlecht. Nee, die ist krass. Oh oh. Ja, hat jetzt aber gerade den anderen mehr vor Augen. Deswegen hole ich dich jetzt. Ja, das Ding hat einmal Peaks gemacht bei mir. Ja, ist gut. Alter. Die weiß nicht, wie sie die Echse werfen muss. Ja. Luke suchen bringt auch noch nichts. Mm-mm. Alter, beide down, what the fuck. Ja, lass uns einfach Gen machen, so noch ein bisschen Gen-Punkte holen. Mal. Oh, da hinten. Weil die sind jetzt beide tot.
Brauchen wir uns gar nicht mehr drum kümmern. Nummer Uno. Und wo ist wenigstens noch ein paar Gen-Punkte her? Ja. Wollen wir verkacken wir Kooperationspunkte noch? Nee, oder? Nee, da kommt die nur her. Okay. Kann man durchmachen. Wie weit bist du mit Gen? Also von den Punkten, Gen-Punkten? Kannst du nicht sagen, ich habe noch nicht mal mit meinem Fähigkeitscheck bekommen bis jetzt. Ach so, lol. Ich bin jetzt Max. Lol. Ich habe auch keinen Fähigkeitscheck. Ah, jetzt bin ich erster. Knapp über Hälfte. Okay. Na gut, ich bin durch, dann mach du den Satz fertig, kriegst du mehr davon. Muss ja noch Truhen öffnen. Von da easy. Dann hast du Map Points, wenn. Aber die anderen sind kommen auf jeden Fall. Das ist schlecht. Okay, ich höre sie. Ja. Einfach beim großen Baum. Ja, Random wird gejagt. Der Random ist aber echt gut. Ja, Random spielt den gerade mir ab. Du läufst halt über die ganze Map mit dir, ne? Hat den jetzt abgeschmissen. Okay. Also jetzt hat er den Killer wegbekommen. Ja. Nicht schlecht. Ich suche mir noch schnell einen neuen Gen. Mhm. Den einen Gen, den wir gemacht haben, komplett K.O. gehauen, oder? Keiner. Nicht den einen, also den wir die ganze Zeit versucht haben durchzumachen, haben wir durchgekriegt. Okay. Ah, hier ist ein neuer. Lull. Hm. Direkt zu mir. Als ob der echt abschmieren will. Schade, an den Gen komme ich nicht mehr. An den. Kacke. Die weiß genau, dass ich da bin. Brauch nicht. Brauch doch. Smitty. Hey! Ich bin ausgewichen. Du kannst mich nicht treffen. Nicht? Keine Äxte mehr? Oh, ich hab die Luke gefunden. Na moin. Soll ich sterben? Geh auf jeden Fall ganz in der Ecke, wo du bist. Weil du die nicht mehr abschütteln kannst. Also wenn du abschütteln kannst, ist easy. Ah, hier bin ich. Ah, ist okay. Reicht das so ungefähr? Ja. Aber wenn okay, jetzt ein Haken. Also. Hoffentlich, dass für Pip gereist bin. Ich hoffe. Jo, gerade so. Oh man. Oh. Bei mir fast. Also ich hab nicht mal einen bekommen. Aber immer null. Oha. Da wäre ich Rang 2 okay. geworden. Krass. Also das Matchmaking ist schon anders. Das habe ich halt Das kommt man halt doch. Also, das konnte man halt schon merken. Wisst ihr? Damit war es auch das D in Sven Schiffel Dulli. Haben wir auch schon drüber. Ich hab heute nochmal, David weiß das ja auch, wie Sven früher war. Hab ich dir auch schon oft genug erzählt, ne? Aber ich hab nochmal Sven. Das schon wieder an. Ja, aber ich hab Sven Story, eine schöne Story nochmal heute im Stream aufgegriffen. Finden sie immer noch peinlich. Das ist schon krass. Ist doch gut, dass du dich so gebessert hast. Ich wollte es nur mal kurz erklären. Dann weiß er Bescheid, alles gut. Da brauche ich ja nichts. Ich brauche ja David nichts erzählen, du kennst es ja. Ja, okay, gut. Sven, nee. David weiß, dass du früher ein harter Hund warst. Da brauche ich ja gar nichts zu erzählen. Ja, aber ist ein richtig harter Hund. Ja? Ja, das bin ich ein Stubentiger. Ah! Fun Facts heute!
Oh Mann. Zwei Fun Facts. Wie Fun Facts heute? Ja, du beschwerst dich schon bei einer Weise. Da will ich mich nicht mal über zwei Fun Facts aufreden. Nein. Nee. Die Weil ich muss diff. Jeden Stream eine Weisheit raushauen. Ach so. Ja. Ist halt so, Svenny. Das ist gefühlt immer so. Darf ich den gleichen nehmen, den ich dir erzählt habe? Weil dafür war ja nicht da. Ja, komm, ich höre nicht hinzu. Sonst nehme ich noch zu Disney. Man hat sich bei den Disney-Bösewichtern, also zum Beispiel auch der Ursula oder so, hat man sich so einen berühmten Personen, zum Beispiel bei Ursula von Ariel, ne? War ja zum Beispiel, ja, für dich wäre der ja so oder so neu. Dann hat man sich ja zum Beispiel, oh nee, nicht schon wieder Demo, ja, auch rein zu mir. Dann hat man sich ja an der Drag Queen orientiert, ne? Also an dieses Quersystem damals, also dieses OG-Quersystem. Ja, kann man das auch nochmal nachgucken, so. Um so nochmal den Bösewicht noch böser im Vergleich zum Protagonisten aussehen zu lassen. Aber zum Beispiel, ne, also auch so Hook oder so, sieht man so dieses, so ein bisschen dieses, diese Querhaltung, sag ich mal, ne, so. Hat ja auch so ein bisschen so diese Schminke und so weiter alles, ne. Also hat man sich ohne Grund, hat man sich nicht ohne Grund daran gehalten. Vorhin habe ich sonst noch erzählt, den habe ich ja schon erzählt, der Anime Higehiro, da geht es um so einen erwachsenen Mann, der eine 17-Jährige aufnimmt. Den Fall gab es halt schon mal in Japan. Das ist eigentlich illegal und da gab es halt mal so einen Fall und der Anime hat mehr oder weniger wegen der Story, also wegen dem Ereignis halt auch noch ein Anime draus gemacht, also beziehungsweise ein Manga. Ne? Und dann ist halt so im Endeffekt das dann so entstanden auf dieser Grundstory da, von der Geschichte. Ne? Was du den ersten nämlich doof fandst, habe ich dir nochmal den anderen erzählt. Aber der Anime ist ganz nice. Also ist für Leute, die nur Action wollen, zum Beispiel Sven oder so, Sven braucht ja immer Anime-Action. Für die ist der Anime zum Beispiel nichts, aber wer so ein bisschen so viel Good Story mag, ist das ein guter Anime, auf jeden Fall. Habe ich auch nur nebenbei aufgeschnappt, aber Sven hat mich vorhin gezwungen, Anime, kennst du den Namen, von dem Anime? Oder von dem Fall, also zu dem Fall kann ich zum Beispiel nichts sagen, aber den Anime kann ich dir sonst einfach mal schicken. Ja, kein Problem. Du hast mich nicht gesehen. Hat auch nicht. Hat der Loser. Oh, der hat mich gesehen. Alter, der kann um die Ecken rumhauen wie Houston Bolt. Kann er gar nicht, Sven. Er kommt zu euch? Ja, aber ist ein Kacklamm. Mach's gut. Weißt du, ich glaube, wir hätten einfach nach der letzten Runde ausmachen sollen. Oh, du bist so ein Arschkopf. Obwohl sich der Billy sagt einfach, nö, du nicht. Das nicht. Hast dich gar nicht aufgehoben, Sven. Wow. Nee, ich bin weggekrochen. Wow, Sven. Ja. Kommt eh gleich. Naja, das sehen. Dann schicke ich dir nach dem Stream mal, David. Falls dich das interessiert, ne, dann kann ich Sven zum Beispiel auch nochmal gerne schicken nachher sonst. Ja. Aber der Anime ist wirklich so. Fängt so ein bisschen edgy an, sag ich mal. So ein bisschen. Aber so ein großes, aber so ist wirklich so ein Feel-Good-Anime so an sich. Feel it good. Hm? Aber wirklich halt, wie gesagt, keine große Action oder so. Aber wenn man es mag, dann ist zum Beispiel ganz cool. Svenny ist tot. Da. Der eine hat sich sterben lassen und der andere hat einfach den Stecker gezogen. Demogorgon, meine Damen und Herren. Damit. Wir sind die Entwickler von DBD und wir stehen zu unseren Updates. Hoppala. Aua. Ah, okay.
Ja, ne, ich suche die Luke. Aber das ist an sich ganz leicht. Gibt, kommen jede Woche Montag 17 Uhr auf Crunchyroll. Da gibt es den auf jeden Fall. Aber schick die nachher. Nein, schick die nicht. Ich hole doch keine Luke, ich hole gleich dich, Sven! Ey, der macht ein Portal. Nee, macht er gar nicht. Doch, der hat ein Portal vor mir hingesetzt. Nee, macht er gar nicht. Doch? Nee. Ich sehe doch das komische Kackloch da. Sven, bist du. Was glaub, von dem Glory Hole in deinem Zimmer reden wir jetzt gar nicht. Entschuldigung. Ja, Shonen und Action ist eigentlich auch so mein Main, aber mittlerweile so in den letzten Jahren so. Auch so durch Your Name, A Silent Voice auch, und hier Weathering with You. Den habe ich noch nicht gesehen, aber den will ich noch angucken. Durch solche Dinge hat sich das so ein bisschen bei mir erweitert, sag ich mal. Und deswegen auch so Hero ist auch so ein. Die erste Serie, sag ich mal, in dem Bereich, die nicht story-relevant ist, aber die ich mir angucke. Ja, nicht story-relevant, nicht action-relevant. Und ich finde die sehr gut, wie gesagt. Kann man sich ja sonst mal. Da kommt was Böses! Da kommt ein Fies! Svenny, das ist ein Fiesling! Alles gut, er jagt dich. Wow. Ist alles safe, alles safe. Man. Oh, das ist ein scheiß Sprungangriff. Das dauert jetzt auch länger. Ja, hab ich sogar. Hab ich auch. Du, David, hab ich auch auf DVD. Ich hab's trotzdem noch nicht gesehen. Such dich? Hm. Ich hab. Bist du nicht da, oder? Theoretisch schon, doch. Ja, ich such mal eben die Gegend. Aber den besten Anime-Film, den ich so gesehen habe, so, der nicht action-relevant war, war wirklich Silent Voice. Das war wirklich so. Ja, der krasseste. Na, David, Silent Voice kann ich dir zum Beispiel sehr empfehlen. Also, der war. Der hat mich sogar. Also, Your Name fand ich mega geil. Ja, da habe ich Bildschirm wegen dem Ende angeschrien. Weißt du, wo zwei Leute so ein paar Mal aneinander vorbeilaufen. Ne? Habe ich den Bildschirm angeschrien. Jetzt guckt euch an! Ist er bei dir? Nee. Okay. Ja, aber Silent Voice, aber fand ich noch eine Ecke schlimmer. Also, schöner. Chorpunkte. Jetzt kommt er aber. Aber es ist ein netter. Ich glaube, er kriegt's mit. Ich glaube, er kriegt's mit, wenn wir zwei. Nein, ich bin nicht. Svenny, such die Luke! Nimm dein Hus, Svenny! Ich krieche so schnell ich kann. Kriech schneller! Also, ich letzte Runde ist immer die Käserunde. Das ist wirklich so. Lass ihn nicht so schnell. Letzte Runde. Ich will noch rein! Schade. Der hätte einfach letzte Runde auslocken sollen. Naja, war schon gut so. Man kann. Na, man muss auch mal Deep einnehmen. Heute lief zu gut. Das ist nicht gut für die Karma-Götter. Ah. Hat einfach den Demo rausgehauen. Alter. Ja, Demo nach dem Buff kriegt wieder eine Sternbewertung. Komm. Okay. Erster D-Pip, aber nur knapp, aber D-Pip. Bei mir auch knapp. Ja, Rang 1 Killer, Sven, da siehst du mal, das ist noch nicht für nichts für dich. Ich komm klar damit, 12.000. Ja, Sven. Das Matchmaking ist einfach für die Kontrolle, ey. Nee, das Matchmaking sagt, zwischen dir und mir liegen Rang 1 Killer, so vom Niveau her. Das ist doch gut. Aha. Das ist ein Lob, Sven. Ja, aber ich will nicht gegen Rang 1 spielen. Das ist ein Lob! Das Spiel erkennt, was? Sven ist schon bereit für Rang 1 Killer.